Abend, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in diese wirklich große Runde. Ja, was schmeckt nach Vanille, hat montags zu und spielt gerne blinde Kuh. Jeder, der im Juli 1973 um 20.15 Uhr vor dem Fernseher gesessen hat, und das sind viele, kennt die Antwort Klimbim. Erst verrissen, dann geliebt, ein richtiges Massenphänomen. Und diese drei Herrschaften waren Teil dieses legendären Ensembles, das tiefen Einblick in die verklemmte Moral und auch in die Ausschnitte der beiden Hauptdarstellerinnen gewährte. 40 Jahre ist das jetzt her und die Frage ist, wie hat es sich damals angefühlt, wenn man, wie er zum Beispiel, in einer Szene eine Weinflasche auf den Kopf kriegte und am Ende die Flasche heil und dafür der Kopf kaputt war? Ja. Wenn man, wie sie, körperlich teilweise litt, weil der Regisseur gerne schlechte Laune an ihr auslebte? Und wenn man, wie er, aus einer Münchner Kiffer-WG kam und sich plötzlich in dieser irren Truppe wiederfand? Herzlich willkommen also Per Augustinski, Ingrid Steger und Wigert von Reuel. Ja, schönen guten Abend. Mario, wo wir gerade so schön zusammensitzen, Klimbim. Ja. Sagt dir? Ich bin echt ein Stück weit aufgeregt. Also, ich bin ja schon, ne? Bin ja, ich bin überhaupt kein. Ich habe dieses Fangehen nicht. Ja. Dieses Oh, oh, da steht da Oh. Und mir ging das vor 4 Jahren, saß ich in Los Angeles und ich saß neben Martin Scorsese. Der saß da und ich guckte so, wie Fans mich auch angucken. Ich guckte so und denk, oh, da sitzt er, da sitzt er, da sitzt. Und ähnlich geht's mir jetzt. Ich bin zurück. Gerade bei meiner Mutter zu Hause, wir hatten so einen Teppich, ich fand ihn immer hässlich, durfte es dann meiner Mutter nicht sagen, war so verletzt, ja. Ja. Ja, schöner Teppich, schöner Teppich. So, dann saßen wir, früher haben wir auf dem Boden gesessen, mhm, und viel zu nah am Fernsehen, musste ich mir mal sagen, geh mal weg vom Fernsehen, Mensch, kriegst du viereckige Augen. Und habe dann Klimbim, ich habe das geliebt, weil das so, ja, das war halt so eine verrückte. Wie alt warst du, als das lief? Das 73 ging es, ne? 73 war ich erst eins, da habe ich noch nicht gesehen. Ich wollte sagen. Nein, ich lief doch aber nur ein Jahr. Ich habe doch im Fernsehen gesehen. Ja. Wie lange lief ihr denn? Das lief 6 Jahre. Ach, hallo, 36. Ich war, mein kleiner Bruder war noch nicht da, das weiß ich noch. Ich war 5, 6 und ich komme bis zu meinem 4., 5. Lebensjahr. Aber Klimbim, meine Eltern, alle, wir haben das alle geguckt. Ja. Das hat man gesehen. Wie fing das denn an, Herr von Reuel? Schleppend. Schleppend, ne? Und viele haben sich auch gar nicht getraut, erst mal mitzumachen. Nein, weil ich glaube, das ging so los ab der 4. Folge oder so, dass die auch so namhafte Schauspieler sich dafür interessierten. Mhm. Die waren sehr skeptisch, wie wir mal sehen, wie sich das entwickelt und so. Dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir da mitmachen. Ich habe Projekte. Ja, genau. Und ja, da wurde es dann richtig spannend, auch für uns. Hier sehen wir sie, ne? Also ja. Ingrid Steger, ja, links, ja, ja. Frau Volkmann und der schärfste Opa der 70er, das waren ja, Sie, ne? Ja, wir mussten ja auch erstmal lernen, uns daran zu gewöhnen, dass wir vielleicht in einer erfolgreichen Sendung beschäftigt sind. Nicht? Ja. Ist ja so. Mal sehen, vielleicht klappt es, vielleicht, mhm, klappt es nicht. Und wir waren ja alles völlig unbekannte Schauspieler. Das heißt, was natürlich auch ein System hatte, ja, weil man wollte nicht, dass man sich an irgendeinem bekannten Gesicht festbeißt oder so. Ne? Das heißt, Michael Pfleger hat Sie direkt aus Ihrer Münchner Kiffer-WG rausgeholt zu Klimbim. Ja, das lief ein bisschen über Umwege, aber so war das. Weil Sie da in München vorher zugange waren? Und ja, das wurde ja. Wir waren mit 3 Schauspielern, nicht die dann, ja, bei Klimbim nur kurz waren. Wir hatten uns verabredet, so wie im Schweg, nach dem Krieg um 6. Ich kam aus Augsburg, aus dem Engagement von städtischen Bühnen. Der andere kam aus Heidelberg und der dritte aus Bremen. Und wir haben gesagt, im Herbst kommen wir alle zusammen oder Beginn der Ferien. Und dann gründen wir eine WG in Schwabing. Und das funktioniert richtig gut. Da waren wir unterwegs. Und dann haben Sie in dieser WG in Schwabing regelmäßig Rauchzeichen gegeben. Ja, wir haben, das war ja auch die Zeit nach 68. Ja. Wir haben so... Wir haben ja richtig politisch gearbeitet. Natürlich. Also mit 2 großen 2 Liter Flaschen Rotwein und hier einen durchgezogen. Ganze Nächte durch, bis morgens um 5 haben wir gesessen und versucht, Mao Zedong-Gedichte politisch analysiert.
Nee, das super. War ganz wichtig. Und morgens sagte man, Mensch, das war doch ein Arbeitsgespräch. Das war wirklich toll. Und einmal in der Woche, ich war der Einzige, der ein Auto hatte, einen alten R4, sind wir aufs Arbeitsamt gefahren zum Stempeln. Ne? Meine Freunde super. Saßen hinten drin, ich habe den gemacht hier. Und haben uns einen schönen Tag gemacht. Ich finde das super. Zwischen Kiffen und Weltrevolution noch mal zum Arbeitsamt. Ja. So muss es sein. Wie ist denn Ingrid Steeger dazu gekommen, Frau Steeger? Und vor allen Dingen, wussten Sie, was die da vorhaben, was das überhaupt sein soll? Ich kannte Michael Pfleger überhaupt nicht. Ich dachte, ich hatte nur wieder Angst, dass das schon wieder so ein Schulmädchenreport ist. Ich hatte keine Ahnung, wer Sie er war. Sie hatten vorher den einen oder anderen Film dieser Art gemacht, ne? Genau. So wie so viele damals. Und dann habe ich im Erik Ode eine klitzekleine Rolle mit einem Viertelsatz gehabt. Und da hat mich der Helmut Holger, unser Kostümbildner, der eigentlich die Figuren praktisch durch seine Kostüme erfunden hat, gesehen, hat mich dem Michael Pfleger vorgeschlagen. Ich bin ganz widerwillig hingegangen zum Vorstellen und irgendwie fanden die mich, weiß ich was. Und ich habe einen Vertrag gekriegt für 2 Folgen. Wenn ich nicht gut gewesen wäre, hätte ich gehen müssen. Ne? Mhm. Aber es hat sich ja nun anders entwickelt. Ja, warum sind Sie da so widerwillig hin? Ja, weil ich dachte, es wäre schon wieder ein Schulmädchenreport. War es ja dann. Nee, ja, ich wusste, aber Sie wussten, dass Sie sich auch regelmäßig ausziehen sollten oder zumindest in Teilen freimachen sollten? Nein, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Es gab mir dieses Vorbild der Love-In von Amerika und das hat er mir versucht, ein bisschen zu erklären. Ich wusste überhaupt nicht, gar nicht, was da auf mich zukam. Und da ich ja nun gelernt habe, im Leben zu gehorchen, habe ich auch das getan. Das ist ein großes Thema in Ihrem Leben. Ne? Per Augustinski ist bei uns. Wann sind Sie dazu gekommen? Ab Folge 3, ne? Folge 13. 13? 13, ja, so, die ersten beiden, da war ich nicht dabei. Nein, ich spielte in Köln Theater und der Pfleger, Sie und der Wichert, die waren in der Vorstellung, die nach 2 Jahren. Eine Doppelrolle, toll, Goldoni. Das war super, ja. Hat er gespielt wie ein König. Ja. Ja, so, also so das muss man jetzt erstmal im Raum stehen lassen. Kann man lassen. Mal so wirken lassen. Ja. Ja. Dann hat er gesagt, ja, den können wir für Klimbim gebrauchen. Und ich dachte, jetzt wirst du berühmt, nicht? Und dann las ich immer in der Hör zu, UA. Ich denke immer, was ist UA? Da stand denn Ingrid Steeger, Wichert von Roel, UA. Und andere. Ich war und andere. Ja, nicht? Ja, das war's dann. So, und was war denn Klimbim damals? Also, als Sie eingestiegen sind, haben wir schon gehört, aber diese 2 Jahre später, was dann? Ja, das war eigentlich, es gab 2 Straßenfeger, will ich mal sagen. Der eine, das war das Halstuch im kriminalistischen Sinne und Klimbim. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, was es gibt. Und dann habe ich denen zugeschaut, wenn sie gearbeitet haben. Und eine Nummer, da habe ich mir, er sollte von einem Sprungbrett springen und drauf springen und dann bricht das ab und dann, ja, und so weiter. Er springt hoch, um drauf zu springen. Und da ist das Brett schon von alleine runtergesehen. Aber ich muss noch mal sagen, was der große Gewinn war, dass der Peer dazugestoßen ist, war, dass er eine ungeheure Körperlichkeit hatte. Der musste als Abschluss von jedem Sketch, musste noch mal einen Handstand machen, dann schreibt er was. Er war von einer Körperlichkeit, die war rasant. Wie wir alle bewundert haben. Wie in seiner legendären Rolle auch als Tarzan zu sehen. Vielleicht haben wir nachher gleich noch einen Ausschnitt. Ja. Aber erstmal schauen wir mal rein. Also, was war dieses Klimbim eigentlich? Wenn man sich das heute anschaut, so ein Best-of, das könnte immer noch so laufen, finde ich. Klimbim ist unser Leben, Klimbim hat montags zu. Klimbim schlägt nach Vanille und schießt gern Liebling, bevor wir jetzt unseren ehelichen Pflichten nachkommen, muss ich dir ein Geständnis machen? Ja? Ich habe vor dir schon viele Männer gehabt. Oh, das macht nichts, Liebling. Ich auch. Hilfe, in meinem Bett liegt ein fremder Mann. Wegen sowas hast du doch auch nie um Hilfe geschrien. Das wäre das erste Mal, dass ich heimkomme und in deinem Bett liegt kein fremder Mann. So viele Gegner habe ich in 3 Kriegen nicht niedergestreckt wie du Männer. In 2 Stunden legen wir den Paten um. Sind wir komplett? Ja. Cannelloni? Ja. Ravioli? Ja. Apfelstrudel? Ja. Ich bitte, die Störung zu entschuldigen, aber mein Ei ist wieder hart wie Kruppstahl. Das versteht nicht, meine Eier sind weich. So weich wie Ihre Boxerbirne, das sind Rühreier, Sie Mülleimer Casanova. Klimbim ist unser Leben,
und ist es mal nicht wahr? Da mach ich mir einen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Blim, bim. Frau Steger, wie ist es wahr? Ist es wahr, dass der Regisseur Michael Flicker darauf bestanden hat, damit es möglichst authentisch und echt aussieht, dass Sie diese Ohrfeigen, dass Sie die wirklich kriegen? Ich weiß nicht, ob er es ausgesprochen hat. Jedenfalls hat Elsbeth ziemlich zugeschlagen. Und sie hatte, und es wurde ja x-mal wiederholt, und sie hatte an jedem Finger einen Ring gehabt. Das heißt, ich hatte ewig aufgerissene Ohrläppchen. Aber ehrlich gesagt war es ganz gut. Es kam wenigstens ehrlich rüber. Ich bin auch manchmal aus dem Bild. Aber es hatte natürlich auch manchmal den Nachteil, wenn wir die Szene zum 6., 7. Mal wiederholt haben, dass ich schon vorher zwinkernd da saß, weil ich wusste, jetzt kriege ich gleich eine gescheuert. Und dann hieß es, dann musste man es nochmal wiederholen. Und ich hatte Schwierigkeiten, dieses Zwinkern, diese Erwartungshaltung zu unterdrücken. Zu bedienen, ja. Das ist krass, eine ehrliche Tracht Prügel vor laufender Kamera. Mhm. Durften Sie auch aber mal zuhauen? Ich konnte mich gut überschlagen. Ja, durften Sie auch zuhauen? Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, die Elsbeth, ja. Aber selber auch Verletzungen zugezogen? Da ging es ja richtig zur Sache, auch körperlich. Ja, ne? Natürlich, oh, das ja. Ist schon richtig. Aber woran ich mich besonders erinnere, das verfolgt mich bis heute. Was heißt verfolgt? Ich habe da noch viel Spaß dran. Das waren 4 Sketche mit Jerry Lewis als Partner in der ersten Folge. Und das war so großartig, der war auch so auf Augenhöhe. Ne? Der nahm mich beiseite und sagt, komm mal her, wenn du das so machst, dann kommt das besser rüber. Probier das mal. So. Pass auf, wir haben das vorliegen, unter anderem, weil da ganz viele berühmte Schauspieler dabei waren, auch Kurt Jürgens beispielsweise. Wir schauen mal kurz rein, so sah das aus. Jerry Lewis bei der Arbeit. Ich habe gerade einen ganz unangenehmen Brief bekommen. Von wem denn? Von einem Mann, der schreibt, dass er mich erschießen wird, wenn ich mich noch einmal mit seiner Frau treffe. Aber das ist doch kein Problem, lass doch die Frau einfach in Ruhe. Du hast gut reden. Ich weiß doch gar nicht, welche Ehefrau ich in Ruhe lassen soll. Der Mann hat doch den Brief nicht unterschrieben. Hallo Chris, was machen Sie denn hier so alleine in der Ecke? Ja, ich habe gerade meine Frau telefoniert. Ach so, aber Sie haben vergessen, den Hörer aufzuhängen. Nein, nein, meine Frau spricht noch. Ja, hier ist Hopke mit den Nachrichten. Bitte, ich notiere sofort, ja, einen Moment bitte. Ein Laib Brot. Und 10 Eier, bitte. Noch nicht Zeit. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass Herr Jürgens in der Show ist? Denkt mal an ich und Udo Jürgens in derselben Show. Fantastisch. Ach, Herr Jürgens, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange ich Sie schon verehre. Ich habe alle Platten von Ihnen. Ich weiß alles über Ihr Privatleben. Und ich bin sogar Vorsitzende vom Udo Jürgens Fanclub in Berlin. Kurt. Und jetzt stehen wir uns auf einmal persönlich gegenüber. Das ist Wahnsinn. Wie war das denn mit dem zusammenzuarbeiten und was war das für ein Mensch? Wir sind ja alle mit dem aufgewachsen, Jerry Lewis. Haben Sie ihn hautnah erlebt oder wurde der abgeschirmt? Ja, er hat mich in die Arme genommen für eines, das war eigentlich keine Szene, aber ich bin gestorben. Ich hatte noch nicht mal einen einzigen Text und da war ich zum ersten Mal sauer, dass wir das nicht wiederholt haben. Also ich bin fast gestorben, ich war ganz begeistert. Also ich hatte keinen Sketch mit ihm, nur irgendwas da aus dem Guckloch, dem Fenster. Der Michael Flicker hatte einen 600er Mercedes für ihn gebucht. Und da fuhr er mit seinen Leuten vor beim WDR, Fußweg 10 Minuten vom Hotel. Aber dann sind sie halt durch die halbe Stadt gefahren. Dann kam er rein ins Studio und sagte, Michael, das ist eine so unfreundliche, hässliche Stadt. Wir machen das in einem Tag, was wir in zwei machen. Über Köln hat er das gesagt. Ja. Da muss ich widersprechen. Ich wohne da. Was für eine schöne Stadt, Köln, oder nicht? Ja, aber ist Geschmackssache.
Und dann hat er aber wirklich... Mit schönen Grüßen an den Kölner Express übrigens. 20 Minuten Mittagspause und in einem Rutsch durch alles gedreht. Hinterher noch abends gegen 19 Uhr noch mal eine Pressekonferenz für die ganzen Sender, die da angereist sind für Reportagen und so. Mhm. Und das war wirklich grandios, was der geleistet hat in einem Tag. Ein absoluter Perfektionist, bis ins i-Tüpfelchen, genau wie Theo Lingen. Das sind alles absolute Theo Lingen, auch so einer der Helden unserer Kinder. Was war Ihr Highlight, Herr Augustinski? Mit Theo Lingen? Ja, oder grundsätzlich, oder grundsätzlich? Nee, wenn schon, dann sage ich das auch. Also, da ging es um ein, wie hieß das Ding noch? Ein Klempnerkopf? Nee, und mit ihm, da mussten wir, was war das, Öl trinken oder irgendwas? Also etwas ganz Schlimmes. Und der Pfleger, das wusste ich schon, weil der versteckte sich so langsam und war dann plötzlich hinterm Sessel. Ich denke, jetzt kommt irgendwas. Das waren 7-mal derselbe Text. 7-mal hatten wir einen echten Schnaps in den kleinen Gläsern drin und wir mussten das 7-mal trinken. Und beim ersten Anheben des Glases guckt der Theo Lingen mich an und macht: Ich mach's gleich noch mal zu euch rüber. Also der schielte von wegen echter Schnaps, um Gottes Willen, mal 7. Ne? Also das ist ja, als kriegst du einen Hammer, wer weiß wohin. Du, wir haben das beim 7. Mal sehe ich nur, dass Fleker sich bückt, abtaucht und das Studio verlässt, weil wir so besoffen waren danach, durch die Aufregung auch. Nicht? Also 7 Schnäpse hintereinander in kürzester Zeit. Das hat ihm gefallen. Voll wie eine Haubitze, ja? Ja. Das war so eine Runde. Total. Oh, und Theo Lingen war, wie war der so im persönlichen Umgang? Wir alle sind mit dem aufgewachsen, einer der Helden unserer Jugend wirklich. Was war das für ein Mann? Also war das ein Gentleman? Ich habe immer wieder beobachten können, dass die großen Leute, die großen Kollegen, zu denen wir aufgeschaut haben, wir waren ja mehr Fußvolk in Klimbim, ne? Dass die, solange wir gedreht haben, waren ein bisschen früher dran, die Leute, dann standen sie in der Gasse und guckten. Da hat sich keiner gelangweilt oder in der Nase gebohrt oder ist rausgegangen oder so. Nee, die haben sich uns angeguckt und gesagt, machen die gar nicht so schlecht, also das muss ich schon sagen, das ist so. Ne? Und das ehrt einen natürlich, ne? Als kleinen, namenlosen Schauspieler, wenn da so einer in der Gasse steht, ne? Ist schön. Also, andererseits muss ich sagen, wir haben ja irgendwie unterschwellig auch gehofft, dass der uns mal zum Kaffee einlädt, ne? Ja, was glaubt ihr denn? Nix da. Das war abgedreht nach 10 Tagen. Da auf einen Hoffensteiner, so hieß dieses Getränk. Und da war kein Kaffee mehr, da war nix. Und ich sag, wollt ihr uns nicht zum Kaffee einladen? Ja, der ist schon weg. Ein absoluter Profi. Ja, absoluter Profi, aber ein Geizhals. Ja, ein professioneller Geizhals. Diese Popularität, wie ist man damals damit umgegangen? Wann haben Sie gemerkt, Mensch, wir sind hier Teil eines Star-Kultes plötzlich geworden? Mhm. 60% Marktanteil, Einschaltquote, unvorstellbar heute. Also wie haben Sie das erlebt? Schön. Ja, sehr schön. Angenehm. Sehr schön. Ja, angenehm. Ja, sicher. Und ja, was meint ihr, als Faker dann irgendwann mal kam, da hast du mir das erklärt, was er gemeint hat. Er sagte zu mir, ich nehme Sie jetzt als Prominenten, als wenn einer dauernd bekannt ist. Also wie nennt man das, der permanent arbeitet? Du musst es wissen, du hast es gesagt. Was, Permanenter. Ein permanent Prominenter. So, ja, da war ich schon zu weit. Ein prominent Permanenter, egal. Oder Prominenter. Ja, und als er mir das sagte und Ingrid mir dann erzählte, was er damit meinte, da habe ich zum ersten Mal gedacht, Mensch, der nimmt dich wirklich auf. Da bin ich zu Fuß, ich wohnte damals in Porz-Ensen, bin ich zu Fuß vor Freude auf dem Bürgersteig und dem Rennstein links, rechts, bis nach Hause gelaufen. Das waren 15 Kilometer. Ja, weil ich mich so gefreut hatte damals. Ja. Dass Sie plötzlich Teil dieses Erfolges waren. Ja, dass ich da mitmachen durfte. Mhm. Ne? Ich wollte noch etwas sagen zu dem... Also wir haben ja viel Spaß dabei gehabt, nicht beim Drehen, aber es war natürlich auch manchmal großer Leistungsdruck. Und wir kriegten jedes Mal, bevor wir ins Studio gingen für 2 Monate beim WDR, so ein dickes Drehbuch,
Und da war auf jeder zweiten Seite stand, Text wird nachgeliefert. Weil die damals auch schon viel geschrieben haben für andere Serien und sowas. Mhm. Und da haben wir uns dann angewöhnt, das gleich zu lernen. Wenn wir einen Text bekamen, haben wir gesagt, ganz gleich, wann das eingefordert wird von uns, gleich lernen, zusammensetzen, lernen. Und dann gab es eben Situationen, nachmittags um 16:30, halbe Stunde vor Drehschluss, dass Fleker sagte, so, jetzt machen wir den noch. Und dann haben wir so einen Vierer-Sketch ausgegraben und haben den, flupp, 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 ging ganz schnell. Also es war schon gefragt, dass man toll präpariert dahin kam. Und es war ein ganz intensives, arbeitsintensives Arbeiten, auch sehr kostspielig, vor allem für die damalige Zeit. Ja. Und alle haben ja das Gefühl, subjektiv, da gab es jahrelang hunderte Folgen Klimbim. Wie viele waren es denn tatsächlich? 36. 36. Ja, das kam mir vor. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was das dem WDR wert war, dass wir in den letzten 3 Jahren immer an die Côte d'Azur fuhren. Mit Ü-Wagen, mit einem riesigen Equipment. Und da wurden Außendreh gemacht, 14 Tage. Nur von der Klimbim-Familie. Das ist doch schön. Ja, toll. Bezahlter Urlaub sozusagen. Ja. Frau Steger. Ich habe das eben vorhin kurz angedeutet und auch in Ihrer Biografie nachgelesen. Übrigens ein sehr, sehr lesenswertes Buch, das Sie da gemacht haben. Auch eins, von dem Sie sagen, seitdem habe ich endlich meinen inneren Frieden. Ist das zu viel, wenn man das so formuliert? Ich habe gelernt, mich zu verstehen und mich zu erklären. Mhm. Weil ich habe ja mein ganzes Leben geballt, mir selbst 66 Jahre um die Ohren gehauen. Da habe ich schon einen kleinen Schreck gekriegt. Aber ich habe gelernt, mich zu verstehen. Also es war für mich sehr, sehr befreiend. Ging ein bisschen an die Psyche. Was haben Sie denn über sich verstanden? Warum das Leben so ineinander griff, warum ich immer gelernt habe zu gehorchen. Ich habe ja auch Michael Pflicker letztendlich gehorcht. Es gibt ja zwei Seiten. Ich war ja nun privat auch mit ihm liiert. Mhm. Beruflich war er sehr wichtig, extrem streng mit mir im Studio, manchmal sogar sehr übertrieben, wie ihr wisst. Aber privat hat er mich klein gekriegt und er hat versucht, mich klein zu halten. Also er hat aufgepasst, dass mein sowieso nicht vorhandenes Selbstbewusstsein gar nicht wächst, ne? Und er hat mir klargemacht, dass ich ohne ihn nicht lebensfähig bin. Da gibt es diesen legendären Satz. Und ich hab's geglaubt, ja. Da gibt es diesen legendären Satz, den habe ich da auch gelesen. Mhm. Deine Brüste und du gehören mir und Klimbim. Ja. Ich durfte keinen Ausschnitt zeigen, auch privat nicht, nur wenn er dabei war. Ich durfte nicht in eine andere Sendung. Er hat mich mein Leben von morgens bis morgens bestimmt und überwacht. Ich war sein Werk, ich habe ihm gehört, beruflich wie privat. Man kann wirklich sagen, ich war ihm hörig. Mhm. Aber ich habe auch wirklich geglaubt, ich wäre ohne ihn nicht lebensfähig. Als Klimbim anfing, habe ich mich eigentlich zurückgezogen. Ne? Und er hat die Regeln aufgestellt. Das finde ich genau dieses Schizophrene daran. Also auf der einen Seite dieser innerliche Rückzug sozusagen, auf der anderen Seite aber dieser Zwang, sich zu öffnen. Ja? In dem Moment, wenn man sich den Klamotten vom Leib reißt, ist man maximal offen. Ich musste es, ja. Ich habe nicht immer gelacht. Ne? Mhm. Was heißt, Sie mussten das? Ja, ich stand ja drin. Bin nie auf die Idee gekommen, mich zu wehren. Zu widersprechen. Das war ganz klar. Ja, das habe ich nie gemacht. Wir haben auch privat nicht drüber gesprochen. Ich habe einfach gehorcht, so wie ich es von Jugend an gelernt habe. Ich habe gehorcht. Und ich bin davon ausgegangen, es wird schon stimmen, ob es mir jetzt gefallen hat oder nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, der Pfleger hat sich in Ingrid auch das schwächste Glied ausgesucht. Und er hat sie teilweise richtig vorgeführt. Ne? Das heißt? Ja, er hat ihre Fehler gesehen, gemerkt, registriert und hat die Fehler benutzt, was Ingrid teilweise gar nicht gemerkt hat, um eine komische Wirkung zu erzielen. Um es lustig zu machen, komisch im Sinne von lustig. Er hat es rausgeprügelt aus mir, also verbal natürlich, er hat es rausgeprügelt. Also es hat Szenen gegeben, wo sie richtig geheult hat, ne? Ja, ich kann fast in vielen Szenen, aber meistens immer nur, wenn ich sexy spielen musste. Ja. Darum habe ich die Jungsrollen so geliebt oder die böse Gabi, weil da konnte ich machen, was ich wollte. Mhm. So wie ich sexy sein musste, konnte ich immer darauf warten, dass er mich also verbal niedergemacht hat. Also es war für mich nicht, das war schon sehr anstrengend. Er wollte mich auch gerne dicker haben wie Marilyn Monroe. Er hat mich gezwungen, jeden Tag eine Torte zu essen. Echt? Im Ernst? Ja. Und ich habe mich für Süßigkeiten sowieso geekelt und das kam dann auch dazu. Ich glaube, seit 2-3 Jahren esse ich erst Süßigkeiten, aber wie verrückt jetzt. Hau rein! Also diese
ist. Das heißt, Sie haben darunter gelitten, wenn es dann wieder diese Szenen gab? Diese oben Unsinn waren für mich schlimm. Also in den Schulmädchenreport, das war ja so, das ist jetzt schwer, das Ganze zu erklären, also wo ich gelernt habe, durch das, was mir passiert ist, aus meinem Körper auszusteigen. Aber als mir bewusst wurde, wie viele Millionen oder waren's Menschen das sehen, und wenn ich irgendwo hinkam, dass sie dann nur, obwohl ich so hochgeschlossen war, doch auf meine Brüste starren, das hat mich geekelt. Und ich wusste ja, wenn diese Szenen hatten, hatte ich manchmal das Gefühl, er hat sie extrem öfter wiederholt, als es eigentlich nötig war, weil er wusste, dass ich darunter litt. Und im ganzen riesengroßen WDR waren ja in jedem Büro Monitore. Das heißt, es waren überall die Leute, die das sehen konnten, und plötzlich war das Studio auch immer voll. Also für mich war das eine ganz, ganz große Qual. Aber ich habe nie was gesagt, ich habe es gemacht, ich habe gehorcht. Mhm. Ingrid hat teilweise, wenn sie oben ohne Aufnahmen hatte im Studio, dann mussten die Fotografen gehen, weil sie so allergisch darauf reagiert hat. Was gut nachvollziehbar ist. Ja, ich kann mich erinnern, das ist schon wieder lustig. Ja. Da haben wir Adam und Eva gemacht. Und dann habe ich der Maskenbildnerin gesagt, du musst mir wir mussten also oben nur mit zwei Blättern. Habe ich gesagt, mach mit die Perücke bis unten hier. Und dann hat sie die gemacht. Und es war natürlich die Perücke bis unten. Es war natürlich ein Riesendrama. Ist das einer der Gründe, warum Sie vergleichsweise jung gesagt haben, und weil das so ist, weil ich mich da auch letzten Endes so öffnen muss, gehe ich nie wieder öffentlich in irgendein Schwimmbad, an Strand, was auch immer? Man wird mich nicht mehr im Bikini sehen? Das war genau, da war ich 18, 20 Jahre, da war ich irgendwo am Pool und habe ich gemerkt, wie die Leute mich angucken, und das war's. Nie wieder hat mich ein Pool gesehen. Bis heute. Echt? Oh, hat mir aber nicht gefehlt. Ja. Das heißt, weil wir auch einen entsprechenden Ausschnitt vorbereitet haben, ich würde Ihnen jetzt gar keine Freude machen, wenn wir den zeigen. Deswegen lassen wir den jetzt einfach weg. Nee, ist doch ganz nett. Ich sah ja damals ganz niedlich aus. Jetzt. Okay, dann zeigen wir den. Also bitte. Dann zeigen wir den. Also. Und die folgt man genauso. Bin ich sündig wie die Nacht. Mein linker Busen wippt, bis auf der rechte kippt. Den Trick hab ich mir vor dem Spiegel selbst erdacht. War hochinteressant, das mal aus der anderen Perspektive zu hören. Sie drei, hatten Sie Kontakt über all die Jahre? Ist jetzt 30 Jahre her in diesem Jahr. Nein, wir haben ja... Wir haben 40 Jahre. Ja, wir haben ja noch mal sehr erfolgreich, der Horst Jüssen hatte ein Stück geschrieben, die Klimbim-Familie lebt. Mhm. Es ging nur um die Horrorfamilie auf der Bühne. Und damit haben wir 2004 angefangen, bis 2006, haben da 348 Vorstellungen gespielt. Alle waren ausverkauft und die Leute haben immer gesagt, Mensch, das ist ja, als hättet ihr gestern im Fernsehen aufgehört. Weil das war, die Dekoration war 70er Jahre, die Texte waren 70er Jahre. Und der große Erfolg war natürlich, weil wir noch die Originalbesetzung waren. Ne? Das war wirklich fabelhaft. Harter Schnitt, Per Augustinski war wann haben wir uns zuletzt gesehen? Vor zwei Jahren, drei Jahren? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren, ja. Ne? Mich damals sehr, sehr gefreut, weil ich ihn seit langer Zeit sehr verehre, unter anderem für diese wunderbaren Hörbücher, die Per Augustinski gemacht hat. Sie hatten vor acht Jahren einen Schlaganfall. Ja. Wie geht's Ihnen heute? Es geht mir so, wie Sie es sehen. Ich sitze bequem, es gefällt mir, ich freue mich sehr über die Einladung und dass dieser Saal hier wieder voll ist. Die Bude ist voll, wunderbar. Läuft. Alles herrlich. Läuft. Sparen viele Handtaschenwitze ein. Die wollen wir jetzt alle nicht machen. Also, herzlichen Dank zunächst mal für eine schöne Runde an Herrn Büscher, der eine wichtige Arbeit in der Arche macht. Herzlichen Dank, Herr Büscher, für den Besuch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Thomas Rath, dem wir alles Gute wünschen, für seine Fashion Police, die demnächst kommen wird.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Wichert von Roell aus der Klim-Bim-Familie, bei Per Augustinski und bei Ingrid Steger. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Mario Barth. Mario, den wir im Sommer beim Wettbewerb versuchen. Natürlich. Und wenn das mit dem Weltrekord nicht klappt, schaust du einfach mal wieder beim Berliner Flughafen vorbei. So. Das finde ich eine schöne Idee. Wir machen ja echt weiter. Wir machen echt weiter, weil wir da am Ball bleiben. Und ich habe da auch Blut geleckt. Und ich komme ja aus Kreuzberg. Und wenn du mich einmal so, dann lasse ich nicht mehr los. So, das geht also, weiter. So kennen wir dich. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sehen wir uns wieder. Wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.